Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Ich melde mich mal wieder aus einem neuen Land, wo ich noch nicht war. Und zwar bin ich hier in der Schweiz, um genauer zu sein, in Basel. Und nicht alleine diesmal hier mit Memphis. Assalamu alaikum. Mein Bester, mein Achi. Hello. Der war auf dem Weg nach Basel. Da habe ich gesagt, hey, Moment mal, Schweiz hatte ich doch noch gar nicht. Ja, Leute. Und so entsteht jetzt ein schönes Schweiz-Video. Ich habe vor, zwei Videos hier zu drehen, auf entspannt. Das erste Video hier, da teste ich jetzt erstmal schön den Döner hier in der Schweiz. Moin, ich zeige euch mal ganz schnell. Hier ist die Stadt, eher so. Also ich würde jetzt sagen, einfach wie Deutschland hier, so bam. Machen wir eine kurze Runde hier, so bam. Ja, ich zeige euch jetzt einfach Straßen nach dem Motto, ihr habt noch nie Straßen gesehen, auf entspannt. Das ist Asphalt, Freunde. Das sind Autos. Spaß, okay. Okay, Leute, ich mache jetzt wieder ein bisschen hier diese Scherze, die nicht witzig sind. Aber das muss auch sein, damit natürlich ein gewisser Cringe-Faktor kommt, verehrte Zuschauer. Ne? Also, wir laufen jetzt gerade hier zum Dönerladen. Dieser Dönerladen hat eine Besonderheit. Ne? Ich kann nicht einfach so normale Döner. Nein, das ist ein besonderer Döner. Der hat eine Besonderheit. Und noch eine kleine Information, Leute. Und zwar wollte ich nochmal Werbung machen für mein E-Book. Ne? Das habe ich noch nie so richtig hier auf YouTube gemacht, nur mal so kurz am Ende. Memphis, Tyler. Der hat am E-Book mitgewirkt, Bruder. Yes. War viel Arbeit, oder? Also es war schon anspruchsvoll. War schon anspruchsvoll. Ja. Der hat mir sehr geholfen. Danke dir an der Stelle erstmal. Leute, wenn ihr da Interesse habt an diesem schönen Koch-E-Book, Fitnessrezepte, 30 stramme Fitnessrezepte, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Und wir haben noch gar nicht Werbung gemacht, Maps. Verstehst du mich? Ich habe noch gar kein Video. Hallo, Bruder. Ich habe einmal am Ende erwähnt und auf Instagram so. Komm, nehmen wir mal hier diesen Brunnen auf. Überall Trinkwasser. Den trink jetzt einfach. Kannst du jetzt einfach den tranken? Kannst du trinken, ja. Mhm. Überall hier. Wie bitte? Ja, nee, habe ich nicht. Wir sind nicht Raucher. Stolze nicht Raucher. Hier, den hier ist der Döner. Aber der ist ja wieder voll. Oh. Vegität, Freunde. Diesen Laden. Hier essen wir einen Döner. Der Junge meint es ernst, er will einen veganen Döner euch zeigen. Ja, Bruder, warum nicht? Ich probiere. Immer was Neues, immer bereit sein für was Neues. Sehr, sehr wichtig für alle Zuschauer. Servus, mein Bester. Ich bin aus Deutschland gekommen. Deutschland, ja, Bruder. Und ich habe das gesehen im Internet. Okay. Vegane Döner. Ich mache ein bisschen YouTube. Ich mache ein bisschen YouTube-Video. Der Kollege hat gerade gesagt, ich kenne dich. Hast du mich erkannt? Ich mache gerade Video, wenn okay ist, Bruder. Ein bisschen Reklame auch. Türken? Türkmissen? Maschallah, Bruder. Woher aus Türkei? Aus Kayseri. Aus Kayseri? Viele Kayseri-Freunde aus Frankfurt. Ja, ja. Nee, ich bin aus Frankfurt. Nee, Frankfurt. Bruder, machst du mir zwei vegane Döner? Vegane Döner. Ja, zwei. Kannst du noch was empfehlen, Bruder? Chiköfte kenne ich, Bruder. Ohne Fleisch. Ja, aber das ist ja auch ohne Fleisch. Das ist ja alles vegan. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Alles vegan. Das war der Kollege, sein Vater. Okay. Das ist für mich. Guck mal, da darf ich probieren, Leute. So, probieren wir hier. Chiköfte, Leute. Wir probieren einfach mal. Und gerne in der Tasche. In der Tasche. Mhm. Bruder, sehr gut. Voila. Schmeckt, ja? Mhm. Leute, check mal die Karte ab hier. Du merkst, Schweizpreis ist ein bisschen anders wie Deutschland. Aber Deutschland kommt auch noch dahin, denkt nicht, Leute. Kommt noch, Bruder. Alles vegan hier. Ja, Mann. Krass. Ich sag dir ganz, ich wollte Schweiz kommen. Und dann habe ich nach Döner gegoogelt, weil ich wollte Döner testen hier. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich achte auf Halle. Die haben alle Birros, die haben alle Erle. Viel, weißt du? Und dann habe ich gedacht, egal, ich gehe vegan essen, dann bin ich sicher. Safe, safe. Willst du was an Zuschauer sagen? Die kommen, inshallah. Marhaba, kommt, ihr seid willkommen. Marhaba, kommt alle vorbei. Wie ist dein Name, Bruder? Abdurrahman. Abdurrahman, mashallah. Mashallah. Abdurrahman aus Kayseri. Ihr seid herzlich willkommen. Chiköfte hat er hier. Tempe. Alles Linsen. Ayran ist aber da, Freunde. Aber Ayran ist nicht vegan, oder auch? Das Einzige, was nicht vegan ist. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Ayran aber nicht vegan, vegetarisch. Guck mal, er macht mir extra. Oh, was ist das? Jackfruit, Bruder? Das ist Seitan. Seitan? Okay. Mach, Bruder, Tahini ist Baba. Oh, Freunde, schmeckt. Der Bruder hat Ahnung von Geschmack. Der macht Baba-Döner jetzt.
Aber komplett Pflanze, Leute. Alles vegan, auch für die Leute, wo Ding kein Fleisch mögen. Kein Problem. Scharf was ab, ja? Mach scharf, Bruder. Das ist Tempa oder was ist das? Tempa, habe ich gesehen. Viel Protein, das hier. Das hat viel Protein, natürlich, Bruder. Das ist so fermentiertes Soja. 10 Euro Döner, Bruder. Entspannt, nicht mal mit Fleisch, ohne Fleisch, Ari, 10. Mit Fleisch, was kostet ihr? 12 oder was? Wie? Was kostet ihr? Normale Döner 12? 9, 10. In Norwegen noch krasser. Krass. In Norwegen ein Lahmacun, ein Döner, 16, 17 Euro. 16, 17. War so teuer so? Weiß ich, Bruder, die Leute, die geht's gut dort. Alhamdulillah, Wallah. Noch mehr wie hier. Zum Mitnehmen machen? Willst du zu mitnehmen? Ja, wir essen am Rhein, da ist besser am Ambiente. Koreaner, ja. Besser Location. Guten Appetit euch. Wallah, danke schön, vielen Dank. Ja. Wenn ihr Zeit habt, kommt hier vorbei bei Abdurrahman. Herzlichen Dank. Mach's gut, ja? Ciao, ciao. Wir laufen jetzt an den Rhein hier. Der Basel liegt ja am Rhein. Und dann essen wir schön den veganen Döner am Rhein hier. Schönes Ambiente, zeige ich euch gleich natürlich. Aha. Haben die hier Kerb oder was? Ich sehe hier. 1.8. ist Nationalfeiertag. Die haben Nationalfeiertag morgen. Ja, genau. Okay, okay. Ja, bei uns Tag der Deutschen Einheit, nur dass wir frische Fahrt anbekommen. Check mal ab, Rhein. Und die Leute, die schwimmen einfach im Rhein hier. Krass. Das habe ich noch nie gesehen, Bruder. Das ist krass. Also in Deutschland, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, Ordnungsamt kommt direkt. Direkte Seite. Ganz schön. Oder? Aber warum? Warum ist das so? Weil hier keine großen Schiffe durchfahren und somit hast du ja wirklich das ganz sicheres Baden. Okay, okay, okay. Und das sind jetzt auch nicht so viele, ich merke, entspannte. Ja, ist doch entspannt, Alter. Ja, das ist, schau mal, wie sauber das Wasser ist. Vergleich mal mit unserem. Ja, ja. Mit unserem Main oder Rhein. Mervis, was sagst du zu dem schönen Platz hier? Sehr, sehr schön. Ich kann es kaum erwarten, in den Döner zu beißen. Baba, der ist auf jeden Fall vom Gewicht her. Was sagst du? Halbe Kilo? Ja, ja. Schon. Kann man trainieren. Kann man trainieren mit? Der hat mich gegeiert schon mal. Und das ist gefüllt mit Seitan. Seitan? So heißt es. Also nicht Seitan, sondern Seitan heißt es. Die Veganer unter euch kennen das. Da gibt es ja noch dieses Tempa. Aber der hat diese Seitan heißt es, hat er reingemacht. Was darf zum Essen nicht fehlen? Trinken. Das Spülen, das ist sehr, sehr wichtig. Das wird oft unterschätzt für ältere Zuschauer. Und dadurch, dass ich jetzt nicht unbedingt weiß, wie viel Protein das hat, trinke ich immer dazu ein schönes, leckeres Clearway. Und das mixen wir uns jetzt einfach mal. Ja, ja. Natürlich, Bruder, wir brauchen unser Saskia-Wasser aus Deutschland. Das haben wir natürlich mit verschleppt. Einmal. Schön an dich gedacht, Bruder. Ja, so. Und wir spülen hier mit Clearway, Isolat. Die sind gerade so im Trend. Jelly Belly. Wie willst du? Mach weiter, mach 400 so. Schön, ja Mann, okay, so ist gut. Ein Scoop hier für den Memphis und ein Scoop für den Yusuf. Ja, ja, Leute. Machen wir, boom. Ja, ja. Und jetzt so ein Shake, hey. Dann einfach shaken und dann haben wir schon mal unser Getränk. Wenn ihr auch Supplemente benötigt, jetzt hier, egal ob Clearway, Isolat oder auch andere Supplemente, ich habe euch das hier verlinkt hier. Leider funktioniert mein Code nicht drauf. Ja, hier gibt es keinen Rabatt drauf. Aber auf die anderen Sachen mit dem Code Yusuf habt ihr immer den aktuell stärksten Rabatt. Supplemente, Vitamine, T-Shirts, also Sportklamotten. Gebt einfach Yusuf ein. Wenn ihr da Rabatt habt, habt ihr Rabatt. Wenn nicht, dann geht es halt nicht da drauf. Aber jo. Kann man leiten? Ja. Kann man leiten, oder? Ja? Voila, und der ist nicht gesponsert. Also an alle nochmal. Der ist noch nicht gesponsert. Wie Apfelringe. Kannst du noch sehen. Brutal, oder? Ja. Da habe ich doch gesagt. Sehr, sehr lecker. Guck mal. Oschi, Oschi. Schau, vegane Döner. Seht ihr, Freunde? Kann sich sehen lassen, oder? Definitiv. Oh, der riecht auf jeden Fall richtig krass. Komm mal näher erstmal dran, erstmal inspizieren. Ihr seht, Freunde. Also Brot sieht schon mal baba aus, muss man schon ganz klar an der Stelle sagen. Sehr, sehr schönes Brot und sehr full. Richtig, oh. Versteht ihr? So, Freunde, ihr seht auf jeden Fall Oschi. Gucken wir mal, wie der schmeckt, Freunde, ne? Der hat da auch Tahini-Soße reingemacht. Schon brutal. Dann machen wir diese Brille auch. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Kein Scherz jetzt, Bruder. Warte mal, ich beiß noch mal rein, weil da ist so eine süße Note, Bruder, die ballert.
sehr starke Leistung. Ich habe Döner gegessen, Bruder. Die war nicht so gut wie der mit richtigem Fleisch. Warte, beißt du einfach mal rein und sag mir deine Meinung. Oschi, oder? Schuh. Auf jeden Fall mächtig aus. Oder, warte. Brutal, oder? Ja. Auch das Brot feiere ich. Ja. Sieht einfach krass aus. Ölmelier, oder? Da ist so eine süße Note. Also dafür, dass der vegan ist, krass. Also ich muss echt sagen, das ist einer der besten Döner, die ich hier gegessen habe. Ah! Einer der krass. Besten Döner. Abdurrahim, an der Stelle, wenn du das siehst, Bruder, starke Leistung, wirklich, bleib weiter am Ball. Und ich hoffe, sowas kommt auch in Deutschland mit dieser Seitan, heißt es. Seitan, ist das irgendwas? Auf Muhim. Alles Pflanze, geschmacklich, brutal. Heftig, oder? Ich probiere nochmal dieses Ding alleine, das Fleisch. Fleisch ist das. Ich erkenne, dass es kein Fleisch ist, aber es muss auch nicht wie Fleisch schmecken. Aber es ist brutal abgeschmeckt und so. Wirklich sehr, sehr gut abgeschmeckt. Seht ihr, Freunde? Nochmal? Hier können wir nicht. Bruder, dieser Döner ist so riesig, aber bei dir ist er irgendwie in 3 Bissen weg. Du warst ja schon mal hier, du hast ja auch woanders schon Döner gegessen. Du hast gesagt, die Qualität der Döner hier sind schon ein bisschen... Also, die Qualität generell von den Döner sind besser. Weil ich muss sagen, dadurch, dass der diese ganzen Linsensachen drin hat, ist der von der Qualität her und von den Nährwerten halt nochmal... Viel besser, ja. ...anderes Level. Du hast hier dieses ganze Fett vom Fleisch hier gar nicht drin, ne? Also, ist auf jeden Fall ein schönes Geschmackserlebnis. Muss schon sagen, dafür, dass hier kein Fleisch drin ist, ist das eine kranke Leistung, Bruder. Das darfst du nicht vergessen. Das ist kein Fleisch. Und du hast ja hier Döner gegessen, der schmeckt besser wie der Döner, den du letztens hier gegessen hast, sagst du? Ja, ich muss schon sagen. Krass. Krass, 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 krass. Gerade auch wegen den unterschiedlichen Sachen, die drin sind. Schon, ja. Kommt gut, ja? Kommst du hier nochmal hin? Du bist ja... Safe. Safe. Gut, ja. Oder kann sich sehen lassen, ja. Und dann mit so einem... Sag mal, guck dir mal die Stadt hier an. Ja, guck mal, hier sehr Ambiente. Schönes Ambiente. Also hier sitzen wir gerade. Und dann seht ihr hier. Schön da rein. Brutal. Seht ihr, Leute, wir sind hier am Ende. Ihr seht, schön gefüllt hier mit diesem Seitanfleisch da. Ersatzfleisch da. Diese vegane Fleisch, guckt, bis zum Ende auch schön voll gemacht. Aber Kleinigkeit. Ah, jetzt, wenn ich am Ende so reinbeiße in diese Seitan, merkt man schon, es ist ein bisschen härter. Ja. Es ist leicht härter im Biss, aber... Es ist ein bisschen trockener. Ja, das da auch, fehlt halt einfach dieses Fett dieses vom Fleisch, Tier. Ja. Dieses Fleischfett fehlt da einfach. Aber sonst... Ja, geht auf jeden Fall. Kann man machen, Leute, kann man machen. Komm, spielen wir eine Runde. Spielen ist wichtig, ihr wisst es, Leute. Der Döner hat gemundet, jetzt erstmal Hände waschen hier. Der hat auch getrunken, kann man den auch leiten, ja? Probier mal. Eine Saskia-Flasche aufladen. Probier mal, wie das schmeckt. Ich nehme das mit. Die trinken alle hier, krass. Oder ich mache meine Flasche hier. Ist okay, oder kann ich? Ja, sehr gute Wasser, gute Qualität. Super, nehme ich mit. Ich lebe noch. Kostenlose Wasser, besser wie gekaufte Wasser in Deutschland. Kann man leiten. Kleines Fazit. Oder was sagst du zu dem Döner? Endurteil, weil ich habe ein bisschen Kritik am Ende doch da zu lassen, leider. Also Punktevergabe gebe ich der. Ich gebe dem Dömen eine 8 von 10. Mhm. 2 Punkte Abzug gibt es für, sag mal, für das Ende vom Döner. Leider zu viel Fleisch oder dieses Ersatzfleisch, was dann relativ zäh. Seitan. Seitan. Ja. Was relativ zäh und ein bisschen schwerer zu kauen ist als normales Fleisch. Aber sonst im Großen und Ganzen gebe ich ihm auf jeden Fall eine gute 8 von 10. 8 von 10? Okay. Also ich gebe 7 von 10. Weil am Ende ist es, der hat sehr stark angefangen. Sehr stark, wirklich. War brutal, so ein Geschmackserlebnis, wirklich krass. Aber am Ende wurde es einfach zu trocken unten. Und ich mag keine Trockenheit beim Döner, sorry. So, aber weil er so stark angefangen hat, gebe ich ihm 7 Punkte von 10. Ist auch gut. Und ja, auf jeden Fall kann man da noch was leiten. Irgendwas so erfinden, dass da dieses Teil einfach noch ein bisschen feuchter bleibt. Also nicht so trocken wird, dieses Seitan da. Ja.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schöne Grüße nochmal an jeden Schweizer. Und bis zum nächsten Mal, verehrte Zuschauer. Ja? Willst du noch Ciao sagen oder? Macht's gut, Leute.